Die Schweizer Ankläger sind mit den Urteilen im Prozess gegen den früheren FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcke und Fußballfunktionär Nasser Al-Khelaifi nicht ein. Sie haben Berufung eingelegt, wie die Bundesanwaltschaft in Bern bestätigte. Auch ein dritter Angeklagter, ein griechischer Geschäftsmann, war frei. In dem Strafverfahren vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona ging es um mögliche Korruption bei der Vergabe von Medienrechten an Weltmeister. Die Angeklagten hatten Fehlverhalten zurückgewiesen. Valcke war im vergangenen Oktober vom Vorwurf der ungetreuen Geschäftsführung freigesprochen. Valcke wurde jedoch wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe auf Bewährung von 120 Tagessätzen über 200 Schweizer Franken, rund 185 Euro, Zudem sollte er der FIFA rund 1,75 Millionen Euro und eine Prozessentschädigung über 8.000 Schweizer Franken, etwa 74.000 Euro, zahlen. Valcke war im September 2015 von seinen Aufgaben beim Weltverband entbunden worden. Al-Khelaifi, Präsident des Fußballclubs Paris SD-Germain und Besitzer der katarischen Mediengruppe Bein, war von der Anklage der Anstiftung zur ungetreuen Geschäftsbesorgung freigesprochen. Auch der griechische Geschäftsmann erhielt einen Freispruch. Mit ihrer Berufung verlangt die Bundesanwaltschaft, dass das erstinstanzliche Urteil dahingehend abgeändert wird, dass die drei Beschuldigten für die in der Anklage geschilderten Delikte verurteilt werden, teilte die Anklage. Sie hatte in den Verfahren für alle drei Angeklagten mehrmonatige teilbedingte Freiheitsstrafen gefordert, unter anderem 36 Monate für Valcke. Bei einer teilbedingten Freiheitsstrafe wird nur ein Teil der Strafe vollzogen. Der Vollzug der restlichen Strafe wird vorläufig aufgeschoben.